Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch mitgebracht Call of Duty Black Ops 3, die Hardened Edition. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Die ist heute frisch angekommen bei mir. Wir haben natürlich wieder hier exklusive Inhalte, eine Bonus-Map Giant Zombies. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Offizieller digitaler Soundtrack, paar Waffenskins. Dann haben wir hier so eine Karte, die schauen wir uns auch nochmal gleich an, das Steelbook. Ihr könnt es ein bis zwei Spieler spielen, mindestens 55 GB braucht ihr. 1080i, 1080p, kein Problem. Schauen wir mal hier rein. Ja, schauen wir uns erstmal das andere an, was hier noch mit bei ist. Hier werden die Karten, denke ich mal, drin sein. Ja, hier sind die Karten drin. Die holen wir mal raus. Rausziehen. Okay, so, ja, die fassen sich sehr gut an. Ich habe jetzt aber auch leider keine Ahnung, wer das jetzt hier sein soll oder so. Ich kenne das Spiel ja noch nicht und was für eine Aufgabe der hat. Also ich werde das hier echt blind spielen. Ich werde euch jetzt mal hier die Karten durchzeigen, aber kann euch leider nicht sagen, was der kann oder wozu der gut ist. Das werde ich dann im Laufe des Spiels sehen. Steht auch alles auf Englisch drauf, was ja schade ist eigentlich. Dann haben wir einen Bogenschütze. Der sieht auch sehr geil aus. Und ich weiß nicht, kann man die alle spielen oder was? Anscheinend. Auch nicht schlecht hier mit der Axt. Ich denke mal, da wird man so verschiedene Klassen haben, die man sich denn auswählen kann hier online. Und die haben so spezielle Fähigkeiten, vermute ich mal, so wie es jetzt hier aussieht. Denke ich mal. Hier haben wir noch einen ganz normalen, der anscheinend rumballert. Prophet. Ja, und die haben hier alle so eine komischen Fähigkeiten irgendwie. Ich vermute mal, das wird irgendwie... Oh, hier haben wir noch eine Frau. Sehr cool. Ja, die haben hier alle so komische Fähigkeiten. Ich vermute mal, das hängt irgendwie damit zusammen, dass man sich das irgendwie auswählen kann, mit was man hier spielen möchte. Und ja, hier haben wir auch wieder eine Frau, sehr schön. Müssen ja nicht immer nur Männer rumlaufen beim Game. Cool, cool. Sehr schön gemacht. So, hier ist das Steelbook hier. Oh, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Hier an der Seite haben wir Call of Duty Black Ops draufstehen. Na, nur geh auf hier. Ich hasse diesen Tüdelkram hier. Aber wenn man es einmal hat, dann geht's wunderbar. So, schon ist die Folie weg. Oh, sehr geil. So, schaut wieder mal richtig gut aus. So, ich gucke jetzt mal kurz rein, nicht, dass ich euch jetzt gleich die Codes ins Gesicht halte hier. Dann habe ich ja nicht viel davon. So, hier haben wir die Blu-ray. Schaut ganz normal aus eigentlich. Und wir haben hier auch wieder ein Inlay. Sehr geil. Ein schwarz-weiß gehalten. Das Ganze. Auf der Seite haben wir hier so einen drauf. Ja, hier sind nochmal die Bonusinhalte, die mit bei sind. Sehr schön. Da muss ein Waffenpack für das sein. Zombie-Map, was haben wir hier noch bei? Nicht, dass da ein Code drauf ist. Nee, da ist nichts weiter drauf. Okay. Das kann ich euch ruhig zeigen. Ja, hier Nuketown. Bonus-Multiplayer-Map. Sehr cool. Und was ist das hier? Das ist ein Season Pass. 4 DLC-Packs und ein toller Preis. Okay. Bonus-Gegenstände. Call of Duty Heroes. Okay. Ja, und das war das Unboxing zu Call of Duty Black Ops, die Hardened Edition. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal, euer Steelbook. Ciao.